Das türkische Volk ist fest davon überzeugt, die Armenier wurden niemals Opfer eines Völkermords. Seit über 9 Jahrzehnten leugnen sie, dass es überhaupt passiert ist. Es ist schockierend. Wir haben keine Probleme, die Völkermorde in Darfur, Kambodscha, Ruanda oder den Holocaust anzuerkennen. Warum gibt es Widerstand ausgerechnet bei diesem Genozid? Es ist unfassbar, dass dem türkischen Nobelpreisträger Orhan Pamuk jetzt 3 Jahre Gefängnis drohen, nur weil er eine Diskussion über dieses Thema in der Türkei heute fordert. Sie leugnen die Tatsachen. Sie verwischen die Spuren. Sie spielen mit falschen Karten. Das ist das letzte große Tabu der türkischen Politik. Das zeigt, dass die Herrschenden offensichtlich Angst davor haben, dass ihre Bevölkerung diese Dinge erfährt. So etwas wie ein Genozid liegt unserer Gesellschaft fern. Wir werden einen solchen Vorwurf niemals akzeptieren. Für alle, denen es nicht bewusst sein sollte, der Genozid am armenischen Volk hat stattgefunden. Eine Debatte im US-Kongress lässt einen wichtigen Verbündeten buchstäblich zu den Waffen greifen. Es ist reine Heuchelei, den Völkermord an den Armeniern deshalb nicht anzuerkennen, nur weil es einem Verbündeten der USA nicht gefällt. Das Weiße Haus warnt nun vor türkischen Reaktionen, mit Folgen für den Irak. Hrant Dink, einer der bekanntesten Journalisten der armenischen Minderheit in der Türkei, wurde heute vor seinem Büro erschossen. Am 19. Januar 2007 wird der türkisch-armenische Journalist Hrant Dink kaltblütig auf offener Straße in Istanbul ermordet. Der Täter, ein 17-jähriger Jugendlicher. Er begründet seine Tat damit, dass Hrant Dink das türkische Volk in seiner Ehre beleidigt habe. Der Attentäter wurde bis heute nicht verurteilt. In der Türkei wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Denn Hrant Dink hatte den Mut, offen über den Völkermord zu sprechen. Immer wieder hatte Dink auf den Genozid aufmerksam gemacht, dem mehr als 1 Million Armenier zum Opfer fielen. Ein Völkermord, der seit 95 Jahren von der Türkei geleugnet wird und dessen Erwähnung dort unter Strafe steht. Zahlreiche Türken sind deswegen angeklagt. Auch Hrant Dink musste sich wiederholt vor Gericht verantworten. Er sagte immer, geht nicht davon aus, dass sie die Tatsachen leugnen. Sie leugnen etwas, über das sie so gut wie nichts wissen. Also fing er an, ihnen zu erzählen, was passiert war. Er sagte, ich will nicht nur, dass die Politiker es zugeben. Ich will, dass die ganze Bevölkerung erfährt, was geschehen ist und wer es war. Und ich will sicher sein, dass es nie wieder passiert. Seit Hrant Dinks Ermordung fordern immer mehr Menschen in der Türkei endlich eine offene Auseinandersetzung mit dem Völkermord. Doch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist von der offiziellen türkischen Geschichtsschreibung geprägt und hält an der seit Jahrzehnten propagierten Haltung der Regierung fest. Wenn Sie von Völkermord sprechen, dann ist das die größte Verleumdung, die Sie einer Nation vorwerfen können. Wir, das türkische Volk, werden eine solche Beschuldigung niemals akzeptieren. Wir haben die reinste Vergangenheit. Niemand hat das Recht, uns derartiges zu unterstellen. Eine Meinung, die auch von vielen Türken in Deutschland geteilt wird. Sie demonstrieren gegen jeglichen Versuch, den Völkermord beim Namen zu nennen. In den letzten Jahren haben zahlreiche europäische Parlamente, so in Frankreich, der Schweiz und auch in Deutschland, den Massenmord an den Armeniern offiziell als Völkermord verurteilt.
Viele Türken fühlen sich dadurch persönlich beleidigt. Sie tabuisieren das Thema. Dennoch, die Stimmen derer, die eine Aufarbeitung fordern, lassen sich nicht mehr ignorieren. Dieser Prozess wird an der Türkei nicht spurlos vorbeigehen. Die Türkei wird am Ende ihre Geschichtsschreibung radikal verändern müssen. Ich will, dass sie diese Dinge erfährt. Ich will, dass es in jedem türkischen Fernsehsender, in jeder Zeitung, überall diskutiert wird. Und dann bin ich mir sicher, wird am Ende eben auch der Punkt erreicht sein, wo die Türkei sagt, dann war es eben ein Genozid und wir erkennen ihn an. Doch bislang hält die türkische Regierung starr an ihrer Position fest. Und den meisten Staaten scheint das Land am Bosporus viel zu wichtig, um es zu einer Anerkennung des Genozids zu drängen. Einen Bruch mit einem wirtschaftlich und militärisch so wichtigen NATO-Partner, der die Brücke zum Nahen und Mittleren Osten darstellt, wollen die Regierungschefs wohl nicht riskieren. Wenn es aber um einen Bündnispartner geht, der in einem so wichtigen Bündnis wie der NATO ist, und die gleichzeitig sagen, dies ist ein Wertebündnis, dann dürfen wir Wahrheit nicht verschweigen. Es wird zu wenig getan, es wird zu wenig klar geredet. Es wird schon in dieser Weise zu klar geredet, dass man eigene Erkenntnisse nicht offen ausspricht. Denn es gibt in Westeuropa eigentlich keinen, der nicht weiß, dass es ein Genozid war. Immer wieder nutzt die Türkei ihre geopolitische Bedeutung, um Diskussionen über den Völkermord zu verhindern. Drohen ihre Führer mit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen, dem Stopp von Rüstungsaufträgen. Und die westliche Staatengemeinschaft gibt nach. Während die armenischen Opfer und ihre Nachkommen seit Jahrzehnten vergeblich auf die Anerkennung der historischen Wahrheit warten. Sie erzählen ihre Leidensgeschichte. Und nicht nur die türkische Regierung und türkische Bürger, sondern auch die amerikanische und andere westliche Regierungen sagen ihnen, dass das, was sie erlebt haben, so nicht passiert sein kann. Stellen Sie sich das einmal vor. Sie überleben einen Völkermord und leben mit diesen Erinnerungen. Sie erzählen, was ihnen tatsächlich passiert ist, und dann sagt man ihnen, ihre Wahrheit stimmt so nicht, ist subjektiv oder zu emotional oder zu ungenau. Das ist verheerend. Jedes Jahr, am 24. April, pilgern Hunderttausende Armenier aus der ganzen Welt nach Jerewan, der Hauptstadt Armeniens. Der 24. April 1915 war der Tag, an dem vor über 95 Jahren die Vernichtung ihres Volkes begann. Die Armenier, das älteste christliche Volk der Welt, nennen diesen Völkermord Aret, übersetzt die Katastrophe. Sie betrauern die Opfer an einem Mahnmal, das nicht weit entfernt steht von jenem Land, in dem ihre Vorfahren einst Staatsbürger waren und wo der Massenmord geschah, der Türkei. Man muss heute einfach mal die Wahrheit akzeptieren und die Menschen müssen mal aufstehen und dafür auch was tun, dass das Türkei auch das akzeptiert. Ein trauriges Gefühl. So ein Gefühl ist es, ob eine von eigener Familie gestorben ist. Ganz Erinnerungen, die Fotos, die man gesehen hat, die Menschen aufgehängt sind, die Frauen, die Kinder und so weiter. Und so traurig ist es für uns und der Genozid muss endlich anerkannt werden. Nach dem Kampf, ich habe gesagt, dieser Kampf widme ich an den Menschen, die an dem Tag gestorben sind. Das war 24. April und habe ich auch meinen Kampf dafür gewidmet. Die Trauer an diesem Tag mischt sich mit Schmerz und Wut. Die etwa 3 Millionen Armenier in der kleinen Republik Armenien und die 5 Millionen, die verstreut in aller Welt leben, sie alle können nicht verstehen, dass die Türkei bis heute leugnet, was damals geschah. Sie fühlen sich von der Welt verraten, alleingelassen mit der türkischen Auslegung der Geschichte. Da ist die Rede von abgeschlachteten Christen, von abgeschlachteten Armeniern. Auf welcher Grundlage wird so etwas behauptet? Es ist absolut inakzeptabel, ohne Beweise.
die Türkei zu beschuldigen, 1915 sei ein solches Massaker geschehen. Und wenn es noch so häufig behauptet wird, wir werden das niemals akzeptieren. Kommen Sie und legen Sie Ihre Beweise vor. Dann werden wir auch Rechenschaft über unsere Vergangenheit ablegen. Und das sage ich ganz offen und klar. In Berlin, im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, liegen Tausende von Berichten, Briefen und Notizen, Geheimpapiere, verfasst und gesammelt vom Deutschen Reich, dem damaligen Verbündeten der Türkei im Ersten Weltkrieg. Dokumente, lange zurückgehalten, um der Türkei nicht zu schaden. Sie lassen keinen Zweifel an einem grausamen Völkermord. Es sind Lageberichte deutscher und amerikanischer Diplomaten, aber auch Schilderungen Schweizer, dänischer und schwedischer Ärzte, Missionare, Lehrer, Korrespondenten und Krankenschwestern, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts in der Türkei lebten und ihre Beobachtungen festhielten. Aufzeichnungen auf längst vergilbtem Papier, deren Verfasser seit Jahrzehnten tot. 95 Jahre nach dem Völkermord werden ihre Aussagen noch einmal zu hören sein. Geben Schauspieler diesen Zeitzeugen erstmals wieder eine Stimme. Ich musste unserer Botschaft nicht nur über eine der tiefgreifendsten Maßnahmen berichten, die jemals von einer Regierung veranlasst worden waren, sondern auch über eine der größten Tragödien der menschlichen Geschichte. Diese Menschen wurden fast ohne Vorwarnung aus ihren Häusern gezerrt und wurden gezwungen, Richtung Wüste loszumarschieren. Tausende von Frauen und Kindern starben auf diesen Zwangsreisen. Und zwar nicht nur vor Hunger und Erschöpfung, sondern weil sie der unmenschlichen Grausamkeit ihrer Wächter zum Opfer fielen. Können Sie verstehen, was das bedeutet, das alles mit anzusehen und nichts tun zu können und selbst weiter am Leben bleiben zu müssen? Zu Hunderten waren sie Hungers gestorben. Zu Tausenden im Flecktyphus erlegen. Überall irrten Heimat- und elternlose Kinder herum. Auch in diplomatischen und militärischen Archiven in Frankreich, Dänemark, Schweden, Armenien und in den USA finden sich solche lang ignorierte Zeugenaussagen. So wie die in Berlin gesammelten Berichte beschreiben auch sie in allen Einzelheiten den Genozid an den Armeniern als einen Weg des Grauens. Diese Aufzeichnungen dokumentieren die Chronologie eines unvorstellbaren Verbrechens. Es war ja kein Geheimnis, dass der Plan darauf hinauslief, das armenische Volk zu vernichten. Aber die Methoden waren doch viel kaltblütiger und barbarischer und auch sehr viel effizienter, als ich ursprünglich angenommen hatte. Überall, auf allen Straßen, lagen die Leichen. Das ganze Land war ein einziges Leichenschauhaus. Oder, um es korrekter zu sagen, ein Schlachthaus. Wenn man sieht, wie alte Männer und Frauen 70, 80 Jahre alt, blind, lahm und krank, unschuldige Mütter und Kinder, hilflose Säuglinge, abgeführt werden, um ermordet zu werden, dann ist es unmöglich, irgendeinen plausiblen Grund zu finden, der eine derartige einschneidende Maßnahme rechtfertigt. Musik
das türkische Volk in seiner Gesamtheit kann man als Schuldigen für die Vernichtung der Armenier nicht anklagen. Es hat diese Gräuel nicht gewollt, nur wenig gewusst. Sie geduldet, aber selten sie gebilligt. Dafür zeugen die amtlichen Berichte deutscher Konsuln in Kleinasien, nach denen die Zahl der türkischen Beamten in der Provinz nicht gering war, die sich weigerten, die Befehle ihrer vorgesetzten Behörde in der Hauptstadt auszuführen. Im 16. Jahrhundert dehnt sich die Türkei, damals das Osmanische Reich, mit Konstantinopel als Hauptstadt über mehrere Kontinente aus. Das armenische Volk wird im Laufe seiner Geschichte zwischen drei Imperien aufgeteilt: Persien, Russland und dem Osmanischen Reich, wo Armenier in 6 Provinzen in Ostanatolien beheimatet sind. Anfang des 20. Jahrhunderts leben 2 Millionen Armenier in der Türkei. Als Christen haben sie, wie alle nicht-muslimischen Minderheiten, gewisse religiöse und kulturelle Freiheiten. Allerdings müssen sie hohe Sondersteuern zahlen und Diskriminierungen erdulden. Zwar verfügen sie über eine begrenzte Selbstverwaltung, sind aber den Muslimen rechtlich nicht gleichgestellt und werden als Bürger zweiter Klasse behandelt. Die Armenier bemängeln ihren Status. Vergeblich fordern sie immer wieder soziale und politische Gleichberechtigung. Die meisten sind Bauern, Handwerker und Händler. Doch in den Städten ist eine wohlhabende armenische Oberschicht entstanden. Einige von ihnen stammten aus reichen und vornehmen Kreisen. Sie waren Reichtum und Wohlstand gewöhnt. Da waren Geistliche, Kaufleute, Bankiers, Juristen, Mechaniker, Handwerker, Männer aus allen Lebenskreisen. Trotz vieler Versprechen, die Armenier als Gleiche unter Gleichen zu akzeptieren, fallen sie über Jahre Pogromen zum Opfer, von der Obrigkeit unterstützt und gebilligt. Bereits 1895 werden 200.000 Armenier ermordet, als sie gegen ihre hohe Steuerlast protestieren und Gleichberechtigung fordern. 1908 kommt es in der Türkei zur Revolution. Offiziere und Liberale im Exil, von den Europäern Jungtürken genannt, versprechen einmal mehr die Gleichstellung der Minderheiten. Tatsächlich aber ist ihre Ideologie eine andere. 1908 hatten die Jungtürken die Macht übernommen. Diese kleine Gruppe, die die Türkei jetzt regierte, propagierte eine neue Idee. Sie hieß die Türkei den Türken. Diese Idee war allerdings nicht das Resultat eines religiösen Fanatismus, obwohl sie natürlich dem leidenschaftlichen Fanatismus der muslimischen Massen entgegenkam. Der Regierung ging es dabei im Wesentlichen um Raub und Macht. Die Partei der Jungtürken nennt sich Komitee für Einheit und Fortschritt. Der alte Sultan wird gestürzt und sein Bruder als Oberhaupt einer nun konstitutionellen Monarchie eingesetzt. Die Jungtürken wollen ein rassisch reines Großreich erschaffen. Sie propagieren, die muslimische Welt von der Vorherrschaft der Ungläubigen befreien zu wollen. Der Verlust christlicher Gebiete im Balkankrieg 1912 schwächt das einst mächtige Osmanische Reich schwer. Eine Schmach, die die Jungtürken auch den Christen im eigenen Land anlasten. 3 Generäle, im türkischen Pascha genannt, bilden das eigentliche Triumvirat der Macht. Enver Pascha als Kriegsminister. Cemal Pascha als Minister der Marine. Und schließlich der mächtige Innenminister und spätere Regierungschef Talat Pascha. Er kam aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Er begann als Briefträger und Postbegleiter auf der Strecke nach Adrianopel. Und dann arbeitete er als Telegrafenassistent und in anderen Abteilungen der Post. Dies ist kein Makel. Im Gegenteil. Man sollte seine Energie und seine Intelligenz loben. Aber seine hohen intellektuellen Qualitäten schützten ihn nicht davor, an der typischen großtürkischen Krankheit zu leiden und die engstirnigsten chauvinistischen Illusionen zu pflegen. Es war, als wäre er mit einem Rassenfanatismus vergiftet gewesen. Mein Eindruck war immer, er machte auf mich einen starken und machtvollen Eindruck. Er war wie einer dieser großen amerikanischen Parteibonzen. Doch auch unter ihnen wäre er mit Sicherheit der König gewesen. Er war die geborene Führernatur.
Ich hatte alle politischen Machthaber der Großmächte während des Ersten Weltkriegs erlebt und ich muss sagen, Talat Pascha war der stärkste Mann zwischen Berlin und der Hölle. Der Erste Weltkrieg 1914. Einen Vorstoß Russlands in den Osten des Landes müssen die Türken abwehren. Außerdem beginnt England eine Offensive an den Dardanellen. Die Türkei fühlt sich von einem christlichen Europa umzingelt und bedroht. Nur nicht vom Deutschen Reich, an dessen Seite sie nun kämpft. Die Deutschen, die Türken und der Teufel selbst hatten sich zu einem Dreierbündnis zusammengefunden. Der deutsche Kaiser bei einem Staatsempfang in Konstantinopel. Rechts von ihm Kriegsminister Enver Pascha. Im Wettkampf der Großmächte um Einfluss im Mittleren Osten sucht Deutschland die Allianz mit dem Osmanischen Reich. Die Gegenleistung? Deutschland modernisiert die türkische Armee, soll das Land wieder zu altem Glanz und alter Stärke führen. Die Situation der Armenier ist für die Deutschen kein Thema. Ihre militärischen und wirtschaftlichen Interessen lassen keinen Konflikt mit dem Bündnispartner zu. Das Verhalten Deutschlands war zuallererst grenzenlos feige. Wir hatten die türkische Regierung in der Hand. Sowohl aus militärischer als auch aus finanzieller und politischer Sicht. Wir hätten, wenn wir es nur gewollt hätten, auf die Einhaltung der einfachsten Prinzipien der Humanität bestehen können. Enver Pascha und noch mehr Talat Pascha, der Innenminister und der eigentliche Diktator der Türkei, hatten eigentlich keine andere Wahl, als Deutschlands Vorgaben bedingungslos zu folgen. Sie wären sicherlich jeder klaren Maßregel Deutschlands zur armenischen Frage nachgekommen. Die türkische Regierung ging davon aus, dass sie mit Deutschland als Verbündetem an ihrer Seite auch in Zukunft keine Vergeltungsmaßnahmen wegen der geplanten Vernichtung der Armenier fürchten müsste. Sie war sicher, dass Deutschland den Krieg gewinnen und die verbündete Türkei vor der Rache der Westmächte und Russlands schützen würde. So wurde das Verbrechen systematisch ausgearbeitet. Die russische Armee stößt im Winter 1914 in türkisch-armenische Gebiete vor. Enver Pascha persönlich befehligt die Gegenoffensive im Kaukasus. In beiden Armeen kämpfen Soldaten armenischer Herkunft. Der Feldzug endet für die Türken in einer vernichtenden Niederlage. In wenigen Wochen fallen 90.000 türkische Soldaten. Schuld daran sei allein, so die jungtürkische Regierung, eine russisch-armenische Verschwörung, eine Verbrüderung unter Christen. Nur so sei das Fiasko erklärbar. Die Türken sehen darin die Möglichkeit, alle Armenier insgesamt als Feinde zu denunzieren. Zweifellos benutzten sie hierzu die Zeit des Krieges, da die feindlichen Großmächte mit ihrem Einfluss auf türkischem Boden ausgeschaltet waren oder, mit Ausnahme von Amerika, durch die Kriegshandlungen voll in Anspruch genommen waren. Es fand sich also keine Zeit. Niemand fand die Zeit, sich mit der armenischen Frage zu beschäftigen. Die Jungtürken verbreiten, die armenischen Soldaten ihrer Armee seien zu den russischen Truppen übergelaufen und ihnen so in den Rücken gefallen. Eine Dolchstoßlegende mit fatalen Folgen. Tausende armenischer Soldaten werden daraufhin verhaftet, gefoltert und umgebracht. Nur mit Tricks dieser Art konnten sie ihre systematische Ausrottung des armenischen Volkes durchführen. Die türkische Regierung beeinflusste geschickt die öffentliche weltweite Meinung und entdeckte dann, nein, sie arrangierte lokale Verschwörungen. Der Gouverneur der Stadt Van, ein Schwager Enver Paschas, bereitete einen Angriff auf die Armenierviertel der Stadt vor. Die Armenier verschanzten sich in ihren Vierteln, um ihre Familien vor dem drohenden Massaker zu schützen. Sie hatten keinerlei Verbindung zu Russland. 4 Wochen verteidigten sie sich gegen die türkischen Truppen, die sie belagerten und beschossen. In den Wirren der russisch-türkischen Kämpfe greifen türkische Truppen auch die armenischen Bewohner der Stadt Van an, geben vor, einen Aufstand niederschlagen zu müssen. Die Armenier leisten erbitterten Widerstand, Tausende sterben. Die Kämpfe enden erst, als russische Truppen die türkischen Angreifer zurückdrängen und in Van einmarschieren. Für die Türken ein weiterer Beweis für eine russisch-armenische Verschwörung. Man nahm sie zum Vorwand, um 10.000 Unschuldige für einen Schuldigen zu erschlagen. In rohester Weise,
gegen Frauen und Kinder zu wüten. Während das verbündete Deutschland einen Einspruch für nicht opportun erachtete. Es beginnt mit Vertreibungen. Offizielle Begründung, das östliche Grenzgebiet zu Russland müsse gesichert werden. Die Behörden behaupten, die Armenier würden in Syrien, damals Teil des Osmanischen Reichs, eine neue Heimat finden. Eine Lüge. Die ersten armenischen Familien werden auf einen Marsch geschickt, der sie in den sicheren Tod führt. Die türkische Regierung hatte es aber auf das ganze armenische Volk abgesehen. Natürlich konnten sie sich in diesem Fall nicht darauf berufen, dass es sich prinzipiell um eine Evakuierung aus der Kriegszone handelte. Denn diese Menschen lebten hunderte von Meilen von der östlichen Front und den Dardanellen entfernt. Sie mussten also eine andere Maßnahme erfinden. Und so entdeckten sie ganz plötzlich und wundersamerweise eine universelle Verschwörung unter den Armeniern des gesamten Reiches. Die türkische Bevölkerung wird aufgewiegelt. Um weitere Kriegsniederlagen zu verhindern, so die offizielle Parole, sei es nun zwingend notwendig, die armenische Gefahr im Inneren des gesamten Landes zu beseitigen. Ein Deportationsgesetz legalisiert nachträglich, ohne dabei die Armenier explizit zu nennen, die Maßnahmen und weist alle Kommandanten der Armee an, die Bewohner von Städten und Dörfern, die sie des Verrats oder der Spionage für verdächtig halten, umzusiedeln. Als der Heilige Krieg ausgerufen wurde, sahen wir schon, wohin es führen würde. Es wurden zündende Reden gehalten, in denen es hieß, da wir doch gegen die Christen Krieg führen, müssen wir zunächst die Christen im Lande ausrotten. Auch rechneten die Türken alle damit, dass die russischen Truppen wenigstens bis Musch kommen würden. Aber so hieß es, bevor das passiert, schlachten wir noch die Armenier. Nachher mögen sie kommen. Die Verhaftungen in Konstantinopel begannen am 24. und 25. April. 850 Personen, sowohl Orthodoxe wie Protestanten wie Katholiken, wurden damals deportiert. Etwa 10 Bischöfe, 40 Ärzte, 10 Anwälte, daneben aber auch viele aus dem unteren Bürgerstand und aus dem Proletariat. Es gab sehr wenige Türken, mit denen man über die Armenierfrage offen reden konnte. Stets brach, selbst bei sonst gebildeten und weltgewandten Menschen, eine Wut durch, die alles in einen Topf warf und immer mit dem Refrain endete: Alle Armenier gehören ausgerottet, sie sind Verräter. Was aber behauptete diese Regierung in ihrer halbamtlichen Erklärung? Ich zitiere: Die osmanische Regierung erstreckt ihren wohlwollenden Schutz auf alle in der Türkei lebenden, ehrlichen und friedlichen Christen. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich diese Erklärung gesehen habe. Und ich finde bis heute keinen Ausdruck, um den Abgrund ihrer Unwahrheit zu kennzeichnen. Denn die türkische Regierung wird die Verantwortung für alles, was geschehen ist, nicht ablehnen können. Denn sie hat die Verbannten mit Vorbedacht in dieses Chaos hineingetrieben. Die Polizei überfiel die Armenier so plötzlich, wie der Ausbruch des Vesuv über Pompeji hereinbrach. Frauen wurden von den Waschbottichen geholt, Kinder aus ihren Betten. Das Brot blieb halb gebacken im Ofen, das Essen halb gegessen auf dem Tisch. Schulkinder wurden aus dem Klassenzimmer geholt und ihre Bücher blieben auf der Seite mit den Aufgaben für den jeweiligen Tag aufgeschlagen. Die Männer wurden gezwungen, ihre Pflüge auf den Feldern und ihr Vieh in den Bergen zu verlassen. Diese Menschen wurden fast ohne Vorwarnung aus den Häusern gezerrt.
Die armenischen Männer, die verhaftet wurden, wurden in Hölzer eingeklemmt. Die Füße mit Nägeln beschlagen wie Pferde. Die Barthaare, Augenwimpern, die Nägel an den Fingern und Zähne rausgezogen. Sie wurden mit den Füßen nach oben gehängt und dergleichen. Natürlich sind viele dabei gestorben, aber manche konnten dann doch von Missionaren ärztlich versorgt werden und so haben wir diese Verletzungen zu sehen bekommen. Einige Tage kursierten entsprechende Gerüchte, aber niemand konnte es glauben. Aber am 28. Juni 1915 wurde öffentlich ausgerufen, dass sämtliche Armenier die Stadt innerhalb von 5 Tagen zu verlassen hätten. Die tatsächliche Bedeutung dieser Anordnung kann sich niemand vorstellen, der die Situation in dieser isolierten Region nicht kennt. Ein Massaker wäre, so schrecklich sich das anhört, im Vergleich zur Deportation human gewesen. Bei einem Massaker können immer einige entkommen. Aber eine Deportation dieses Ausmaßes bedeutete in einem Land wie der Türkei den sicheren und ungleich grausameren Tod von nahezu jedem der Betroffenen. Als der Stadtausrufer die Deportation angekündigt hatte, kamen türkische Gendarme und befahlen Männer auf die eine Seite und Frauen auf die andere Seite. Sie trieben uns wie Schafe. Sie haben uns aus unseren Häusern und von unseren Plantagen vertrieben. Viele Mohammedaner, Türken und Araber schüttelten missbilligend ihren Kopf, konnten ihre Tränen nicht verbergen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ihre Regierung diese Grausamkeiten angeordnet hat. Der Austreibung der Armenier aus ihren Häusern begann. Es wurde nicht festgestellt, ob jemand der Teilnahme an irgendeiner gegen die Regierung gerichteten Bewegung schuldig war. Es genügte, Armenier zu sein, um als Verbrecher behandelt und deportiert zu werden. England, Frankreich und Russland bezeichnen am 24. Mai 1915 die Vorgänge im Osmanischen Reich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Begriff, der hier zum allerersten Mal verwendet wird. Die USA sind zu diesem Zeitpunkt noch neutral, nicht im Krieg mit der Türkei. Sie protestieren direkt bei Talat Pascha gegen die brutalen Maßnahmen seiner Regierung. Nach dem Austausch von Komplimenten kamen wir zum geschäftlichen Teil unserer Unterredung. Ich habe Sie gebeten, sagte Talat Pascha zu mir, heute zu kommen, damit ich Ihnen unsere Position in der armenischen Angelegenheit erklären kann. Unsere Ablehnung der Armenier beruht auf 3 klaren Gründen. An erster Stelle, sie haben sich auf Kosten der Türkei bereichert. Zweitens, sie sind entschlossen, uns zu beherrschen und eine eigene Nation zu gründen. Und drittens, sie haben unsere Feinde öffentlich ermutigt. Sie haben den Russen im Kaukasus geholfen. Und unser Fehlschlag dort ist größtenteils durch ihre Aktionen zu erklären. Wir sind deshalb zur unwiderruflichen Entscheidung gekommen, dass wir sie noch bevor dieser Krieg vorbei ist, unschädlich machen müssen. Diese Maßnahmen bestanden in nichts Geringerem als in der Deportation der gesamten armenischen Bevölkerung, nicht nur aus unserer Provinz, sondern aus allen 6 armenischen Provinzen.
Es war ein Unternehmen, größer als alles, was jemals in der Art in der menschlichen Geschichte stattgefunden hatte. Ein enger Mitarbeiter Talat Paschas hat mir mündlich bestätigt, die Karte von Anatolien in der Hand, dass die türkische Regierung beschlossen hatte, die Ausweisungsmaßregeln gegen die Armenier noch weiter auszudehnen. Jetzt sollten auch die Armenier in den Provinzen Djanik, Trabzund, Sivas und Mamuret-ul-Aziz nach Mesopotamien abgeschoben werden. Und das ließ sich nicht mehr durch militärische Rücksichten rechtfertigen. Es ging vielmehr darum, und das hat mir Talat Pascha selbst bestätigt, die Armenier zu vernichten. Ich sagte zu Talat, nehmen wir an, ein paar Armenier hätten euch tatsächlich verraten. Wäre das wirklich Grund genug, ein ganzes Volk zu vertreiben? Entschuldigt das die Tatsache, dass unschuldige Frauen und Kinder sterben müssen? Er antwortete darauf, diese Dinge sind unvermeidbar. Das Weinen und Klagen der Frauen und Kinder war herzzerreißend. Der deutsche Konsul sagte mir, er glaube nicht, dass die Armenier nach Trapezunt zurückkehren dürften. Nicht einmal nach Beendigung des Krieges. Es war kein leichtes Stück Arbeit für die Jungtürken, die die Deportierung und planmäßige Ausrottung der Armenier beschlossen hatten, ein Millionenvolk zu vernichten. Die Deportationen dauerten ein volles Jahr. Es ist mir unmöglich, die Panik zu beschreiben, die die Anordnung der Deportation in Harput auslöste. Jeder, der die Stadt verlassen musste, versuchte, noch etwas Geld zu beschaffen, das er mit auf die Reise nehmen konnte. Die Türken zogen natürlich ihren Vorteil aus dieser Situation, die es ihnen erlaubte, alle möglichen Dinge praktisch umsonst zu bekommen. Raub und Plünderung fanden in einem noch nie gewesenen Ausmaß statt. Türkische Männer und Frauen gingen in die Häuser der Armenier und nahmen alles an sich. Die Szene erinnerte an hungrige Geier, die sich auf die Reste derjenigen stürzen, die auf der Strecke geblieben sind. Die Armenier ahnten, dass sie in den sicheren Tod gingen. Und sie hatten allen Grund, so zu empfinden. Möbel, Bettzeug und alles Wertvolle wurde in große Gebäude in die Stadt gebracht. Es wurde kein Versuch gemacht, die Sachen zu ordnen, und der Gedanke, das Eigentum in Bayern aufzubewahren unter dem Schutz der Regierung, um es den Eigentümern bei ihrer Heimkehr zurückzuerstatten, war einfach lächerlich. Die Besitztümer wurden aufeinander gestapelt, ohne jeglichen Versuch, sie zu registrieren. Tatsache ist, dass die Türken niemals, nicht einmal annähernd daran dachten, die Armenier in einer anderen Gegend anzusiedeln. Sie wussten, dass die überwiegende Mehrheit dieser Menschen den Bestimmungsort niemals erreichen würden. Die wahre Absicht der Deportation war Raub. Raub und Zerstörung.
Die Durchführung der Vernichtungsmaßregeln gegen die Armenier wurde dadurch sichergestellt, dass von Konstantinopel aus die Provinzgouverneure, Bürgermeister und Landräte mit der Ausführung betraut wurden. Beamte, die sich weigerten, wurden abgesetzt. Gegen die türkische Bevölkerung, die vielfältig die Maßregeln der Regierung missbilligte, wurde, wie auch gegen Beamte und Militärs, Terror ausgeübt. Nicht einer, sondern mehrere Beamte sollen getötet worden sein, weil sie nicht erbarmungslos gegen alle Armenier ihres Bezirkes vorgingen. Wir haben darum gebeten, dass zwei oder drei Missionare die Deportierten auf ihrem Weg begleiten durften, um ihnen beizustehen. Doch das wurde uns verweigert. Den Menschen wurde gesagt, das Ziel der Deportation sei Urfa. Und so kauften wir ihnen einiges von ihrem Besitz ab, gaben etwas Geld an die Armen, die nichts zu verkaufen hatten, packten Rucksäcke mit Brot für diejenigen, die deportiert werden sollten, und verteilten diese. Zuerst haben wir so sehr geweint. Das war, als könnten wir unser Leben lang nichts anderes mehr tun als weinen. Doch dann gewöhnten wir uns an diesen Horror und konnten nicht mehr weinen. So ungeheuer war dieses Verbrechen, das hier begangen wurde, dass ein Echo sogar während des Krieges über die Grenzen aller Länder drang, nur nicht in das Herz Deutschlands. Doch Berlin ist über alle Maßnahmen informiert. Aber Cemal Pascha, hier zu Pferde, und auch kein anderes Mitglied der türkischen Regierung sieht einen Anlass, sich für das Vorgehen beim deutschen Bündnispartner zu rechtfertigen. Und dieser nimmt die Verbrechen seines Verbündeten stillschweigend hin. Staatsräson. Wir Deutschen, Soldaten und Zivilisten, fanden es unbegreiflich und waren empört darüber, dass die deutsche Regierung nicht von den Türken abrückte, sondern durch ihr Stillschweigen uns Deutsche gewissermaßen in moralische Mitschuld nahm. Und nicht zu Unrecht haben unsere Feinde und die Neutralen uns der stillschweigenden Duldung angeklagt. Was die Türken leisteten, war unser Werk. Waren unsere Offiziere, unsere Geschütze, unser Geld. Ohne unsere Hilfe wäre der geblähte Frosch in sich selbst zusammengefallen. Wir hätten gar nicht so ängstlich mit den Türken umzugehen brauchen. Um in der Armenierfrage Erfolg zu haben, hätten wir der türkischen Regierung Furcht vor den Folgen einflößen müssen. Unsere Ermahnungen hatten bis dahin mehr verärgert als genützt. Ich warnte damals, wagen wir aus militärischen Gründen kein festeres Auftreten, bleibt nichts übrig, als zuzusehen, wie unser Bundesgenosse weiter massakriert. Meiner Ansicht nach wäre die von Botschafter Metternich vorgeschlagene öffentliche Tadelung eines Bundesgenossen während des laufenden Krieges eine Maßregel gewesen, wie es sie in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Unser einziges Ziel war, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gingen oder nicht. Ich war mir darüber klar, dass wir bei einem länger andauernden Kriege die Türken noch sehr brauchen würden. Ich begriff deshalb überhaupt nicht, wie Metternich diesen Vorschlag machen konnte. Thank you.
Wir liefen 110 Tage, fast ohne Pause. Alte oder kranke Menschen, die nicht laufen konnten, blieben auf der Straße liegen oder wurden von den Gendarmen getötet. Sie trieben uns vorwärts, wir waren hungrig. Sie erlaubten uns noch nicht mal was zu trinken. Die Armenier aus Ostanatolien werden zunächst in Richtung der Stadt Urfa deportiert. Die armenische Bevölkerung von Konstantinopel und den Orten der Westtürkei in Richtung Aleppo. Von diesen beiden Städten aus werden die Menschen nun vor allem nach der Sor in die syrische Wüste oder in die mesopotamische Steppe getrieben. Die angebliche Umsiedlung ist ein Todesmarsch ins Nichts. Der Zustand der Deportierten spottete jeder Beschreibung. Sie gingen in Scharen hinaus und aßen das Gras von den Feldern ab. Wenn irgendwo ein Kamel oder sonst ein Lasttier veränderte, stürzten sie sich darauf und schlugen sich darum wie um eine Kostbarkeit. Die türkische Regierung hat bewusst versucht, den Untergang möglichst großer Teile des armenischen Volkes mit Mitteln herbeizuführen, die dem Altertum entlehnt waren. Diese Mittel aber waren einer Regierung unwürdig, die mit Deutschland verbündet sein wollte. Diese Arbeit wurde nicht nur von Kurden erledigt, sondern meistens von den Gendarmen, die die Trupps der Deportierten begleiteten. Oder auch von bewaffneten Kompanien der sogenannten Chetes. Das sind ehemalige Sträflinge, die aus keinem anderen Grund freigelassen wurden, als Armenier zu ermorden. Kurden und Banditen griffen uns an, plünderten uns aus und entführten Mädchen und junge Frauen. Ich erinnere mich noch, meine Stiefmutter war schwanger. Sie haben sie umgebracht. Sie haben ihr ein Schwert in den Bauch gerammt, haben das Kind herausgeholt und haben dann angefangen zu lachen, weil es ein Junge war. Haben ihn auf den Boden geschmissen. Ich kann diese Bilder einfach nicht vergessen. Der Weg führt die Deportierten durch Steppen und Gebirge und am Fluss Euphrat entlang. Nur wenige deutsche Militärs wagen, Armenier vor dem sicheren Tod zu retten, stehen zumeist den wahnwitzigen Erklärungen ihres Bündnispartners machtlos gegenüber. Wenn die Türken die Männer auf den Märschen umbrachten, so gebrauchten sie den Vorwand, dass sie sich gegen Aufstände schützen mussten. Wenn Frauen und Kinder vergewaltigt und entführt wurden, so gebrauchten die Türken den Vorwand, dass sie die Kurden und Gendarmen nicht in der Hand hatten. Wenn sie die Vertriebenen verhungern ließen, so gebraucht, Verpflegungsschwierigkeiten auf dem Marsch so groß waren, dass sie ihre nicht Herr wurden. Meine Mutter und mein Bruder waren sehr krank.
Da haben wir sie einfach unter einem Baum am Weg zurückgelassen. Es war schon egal. Sie wären sowieso früher oder später gestorben. Und dann begann noch ein anderes Chaos. Sie nahmen sich die jungen Mädchen. Viele flohen und versuchten, sich zu verstecken. Ich brach schließlich einfach irgendwo zusammen, ganz alleine. Ich sah auch viele Mädchen, denen das passiert war, die sich dann in den Fluss Euphrat stürzten. Ich habe das nicht gemacht. Die Sonne ging schon unter und ich lag immer noch am Boden. Da dachte ich, bald wird es Nacht und da können Wölfe kommen und mich zerfleischen. Da habe ich mich dann wieder auf die Füße gestellt und bin losmarschiert. Tatsache ist, die Männer wurden umgebracht, die Mädchen wurden in Harems und Haushalte verschleppt. Die Frauen ausgeraubt und hilflos zurückgelassen. Wir wussten nicht, was noch kommt. Die Armenierverfolgungen in den östlichen Provinzen waren im Juli 1916 in ihr letztes Stadium getreten. Die türkische Regierung hatte sich in der Durchführung ihres Programms nicht beirren lassen. Weder durch unsere Gesuche, noch durch die Fürsprache der amerikanischen Botschaft oder des päpstlichen Delegaten. Auch nicht durch Drohungen der Entente-Mächte. Am allerwenigsten aber durch Rücksicht auf die öffentliche Meinung des Abendlandes. Es gibt auf der Bagdadbahn Viehwagen für den Transport von Ziegen und Schafen. Sie sind in der Mitte derart geteilt, dass ein oberer und unterer Raum entsteht, sodass oben und unten Tiere verladen werden können. In diese Wagen belud man die Verbannten, als wären sie Tiere. Stehen war nicht möglich, nur ein Hocken und auch das kaum, weil die Wagen überfüllt waren. Männer, Frauen und Kinder, Gesunde und Kranke, alle durcheinander wurden auf diese Weise tagelang befördert. Das strategische Großprojekt Bagdadbahn wird unter deutscher Planung und Aufsicht von Konstantinopel bis nach Bagdad gebaut. Für etwa 100.000 Armenier der westanatolischen Region um Bursa und Izmit wird sie zum sicheren Transportmittel in den Tod. Die Fahrkarten müssen sie selbst bezahlen. Täglich wurden Tausende mit der Bahn befördert. Auch Schwerkranke wurden mitverladen. Die Toten wurden auf den Stationen einfach ausgeladen. Ja, es kam vor, dass Leichen auch zwischen den Stationen am Bahndamm gefunden wurden. Viel entsetzlichere Dinge berichteten die Ingenieure der Bagdadbahn, nachdem sie nach Hause zurückkehrten. Sie berichteten, dass am Bahndamm bei Tel Abyad und Rasul Ain geschändete Frauenleichen massenhaft nackt herumlagen. Vielen von ihnen hatte man Knüppel in den After hineingetrieben. Der Betriebsdirektor der Bagdadbahn, ein Schweizer, sagte mir, er habe in seinem Leben viel gesehen und sei hart geworden, aber so etwas habe er nicht für möglich gehalten. Man wird daher verstehen, warum Cemal Pascha ein strenges Verbot erlassen hat, die Verbannten zu fotografieren. Das Verbot besagte, dass das Fotografieren von Armeniern genauso verboten war wie das ungenehmigte Fotografieren auf einem Kriegsschauplatz. Das Elend der Deportierten fotografisch festzuhalten und außer Landes zu bringen, gelingt einigen deutschen Soldaten dennoch. Es sind erschütternde Zeugnisse, die den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts genau dokumentieren. Am furchtbarsten war der Anblick der täglich wachsenden Schar verwaister Kinder.
Am Rande einer Zeltstadt hatte man ihnen eine Reihe von Löchern in die Erde gegraben, die mit alten Lappen bedeckt waren. Darunter saßen sie Kopf an Kopf, Knaben und Mädchen in jedem Alter, verwahrlost, vertiert, verhungert, ohne Nahrung und Brot, der niedrigsten menschlichen Hilfe beraubt und vor der Nachtkälte schaudernd aneinander gedrängt. Ihre Kinderaugen waren unergründlich und von Leiden ausgegraben. Und obwohl sie stumm vor sich hinblickten, schienen sie doch den bittersten Vorwurf gegen die Welt im Antlitz zu tragen. Der deutsche Konsul aus Mossul, Herr Holstein, berichtete, er habe auf manchen Stücken des Weges von Mossul nach Aleppo so viele abgehackte Kinderhände liegen sehen, dass man hätte den Weg damit pflastern können. Weitere Tatsachen und schlimmere als diese wenigen Beispiele, die ich hier gebe, finden sich in den zahlreichen Berichten der deutschen Konsulate von Aleppo und Mossul. Die Kinderheime, Waisen- und Krankenhäuser westlicher Missionare sind die letzten Anlaufstellen der Deportierten. Verzweifelt versuchen die Missionsschwestern und Ärzte, wenigstens die überlebenden Kinder vor dem Tod zu bewahren. Sie erkennen sehr bald, dass die Rettung möglichst vieler Kinder die einzige Chance für ein Überleben des armenischen Volkes darstellt. Hier muss das Vorgehen der türkischen Regierung gegen die Waisenhäuser, Spitäler und Schulen erwähnt werden, die von deutschen und amerikanischen Vereinen zum Wohle der armenischen Bevölkerung bisher unterhalten wurden. Den wenigen Häusern, die noch nicht geschlossen waren, drohten die Behörden tagtäglich mit der Deportation des armenischen Personals und der Schul- und Waisenkinder. Und mit anderen Maßregeln. Diese Absicht geht auch daraus hervor, dass die türkische Regierung jede Hilfeleistung von Missionen, barmherzigen Schwestern und Europäern, die im Land lebten, abwies und systematisch zu verhindern suchte. Das Angebot der amerikanischen Regierung, die Deportierten auf amerikanischen Schiffen, auf amerikanische Kosten nach Amerika zu bringen, wurde abgelehnt. Damals nahm mir die türkische Regierung mit kurzem, trockenem Befehl die fast 1000 Kinder aus der Hand. Das letzte, was ich von ihnen sah, war jener Sonderzug, der sie entführte. Und damit fiel der Schleier der Dunkelheit über sie und mich. Von denen, die in unserem Heim lebten, sind fast alle erschlagen, verhungert, verschollen. Von den nur 6 Überlebenden fanden 3 den Weg zurück. Was die übrigen anbetrifft, so habe ich nur von ganz wenigen Nachrichten erhalten. Die verkrüppelte Mariam Badje ist verhungert. Der kleine blinde Levon ebenfalls. Die blinde Khatun soll im Gölcik ertränkt worden sein. Der Gölcik ist ein Bergsee in der Nähe von Meseret, in dem tausende Armenier ertränkt wurden. Ich habe die Armenier-Groll sowohl mit Enver Pascha als auch mit Cemal Pascha ernstlich besprochen. Sie verschanzten sich hinter Kriegsnotwendigkeiten und sagten, dass Aufrührer bestraft werden müssten,
und gegen der Anklage aus dem Weg, dass Hunderttausende von Frauen, Kindern und Greisen umkamen. Die türkische Regierung schadete sich selbst und uns als Verbündeten. Sie bedrohte nicht nur ihre einzige für einen Feldzug gegen Ägypten vorhandene Etappenstraße mit der Gefahr der Verseuchung, sondern sie stopfte sie auch mit Zehntausenden von Menschen voll, während sie jeden Augenblick für Truppenbewegungen gebraucht werden konnte. Inmitten des Ersten Weltkriegs ignoriert die türkische Regierung immer wieder kriegswichtige militärstrategische Überlegungen. Die Deportation der Armenier hat für sie oberste Priorität. Dabei werden vor allem die Männer ermordet. Frauen und Kinder erreichen schließlich die Stadt Urfa und werden in einem Lager zusammengetrieben. Dort warten sie, apathisch und verzweifelt. Urfa war für Hunderttausende zum Durchgangspunkt auf ihrem Weg in die mesopotamische Steppe geworden. In immer traurigerer und trostloserer Verfassung trafen die Deportationszüge in Urfa ein. Unter den Deportierten waren keine Männer mehr. Die Züge bestanden nur aus Frauen und Kindern im Alter zwischen 4 und 12 Jahren. Es waren Tausende gewesen, welche jeweils gleichzeitig zusammen aufgebrochen waren, aber nur kleine Trupps kamen noch in Urfa an. Als ich einmal mit Brot im Lager der Deportierten erschien, riefen mir die Frauen zu: Was sollen wir mit Brot? Was bringst du uns Brot? Auf uns wartet nichts als der Tod. Bring uns Gift, damit wir hier sterben können. Bitte lass uns nicht abtransportiert werden. Du weißt selbst, was auf uns wartet, wenn wir in die Steppe kommen. Und die Mütter mit ihren Säuglingen. Die Milchquellen waren längst versiegt, andere Nahrung gab es nicht. Wenige Frauen fanden den Mut, ihre Kinder in den Wasserlauf zu werfen, damit sie schnell erlöst sein würden. Also legte man sie in den Hof, Reihe an Reihe. Dort schrien sie, solange sie konnten. Wenn das Schreien aufhörte, schnappten sie noch ein paar Mal nach Luft, bis der Tod sie erlöste. Das war eine Allee des Todes, die sich von Urfas Mauern aus weit, weit hinaus in die versenkte, gelbe Ebene erstreckte. Gut bepflanzt war sie, diese Allee. Aber nicht grüne, frische Bäume beschatteten sie. Menschenleichen säumten den Weg. Leichen in allen Stadien der Verwesung. Einige sind unmittelbar außerhalb des Stadttores umgefallen. Man hatte sie mit Stockhieben vom Krankenlager hochgetrieben. Und nur wenige hundert Meter ist es ihnen gelungen, sich fortzuschleppen. Und dann sanken sie nieder. Und keine Folter der Welt hätte sie wieder hochgetrieben. Dort hauchten sie ihr Leben aus und wurden von den Leiden befreit. Es war kaum zu ertragen. Einigen Scharen von armenischen Frauen und Kindern sind wir auch begegnet. Trostlos war ihr Anblick. Die mitreitenden Gendarmen erzählten offen, was sie den Ärmsten auf dem Wege antun. Auf die Frage, wohin mit ihnen, antworteten sie: Wenn niemand sonst sie nimmt und sie nicht sterben, dann müssen wir sie eben töten. Für die Menschen, die nicht verhungerten, verdursteten oder bei einem der zahllosen Übergriffe ermordet wurden, endet die Reise in den Tod in der mesopotamischen Steppe oder in der syrischen Wüste von Derzor. In Derzor, einem Städtchen am Euphrat, war ein großes Konzentrationslager von Armeniern aus allen Regionen der Türkei aufgebaut. Als ich dort war,
gab es dort nur noch ca. 60.000 Menschen, meist wandelnde Skelette. Ihr Antlitz war vom Hunger entstellt, ihr Gesicht hatte nur noch wenig Menschliches. Gleich beim Eingang des Zeltlagers, das ich damals besuchte, lag ein Haufen unbeerdigter Leichen. Direkt daneben die Zelte der Menschen, die alle an schwerem Durchfall litten. Der Schmutz in den Zelten und darum herum war unbeschreiblich. Das türkische Beerdigungskommando arbeitete von früh bis spät in die Nacht, ohne die ganze Arbeit bewältigen zu können. Ein alter Gendarm erzählte, er sei schon seit 25 Tagen dort. Er gönne den Armeniern die Strafe, weil einige von ihnen gegen die Regierung gearbeitet hätten. Dennoch solle man sie doch besser erschießen und nicht langsam zu Tode martern. Er könne das Ganze nicht mehr aushalten und sei sich sicher, dass er irgendwann den Verstand verliere, wenn er weiter dieses grenzenlose Jammern betrachten müsse. In einer Schlucht fand ich einmal einen Haufen übereinander getürmter Menschengerippe. Weiße Schädel, die noch mit Haaren bedeckt waren. Ein Becken. Die Brustrippe eines Kindes, zierlich gebogen wie eine Spange. In diesem Augenblick überkam mich eine dumpfe Verzweiflung, die mir die Tränen in die Augen trieb. Als müsste ich alle Hoffnung, alle Keime der Liebe vernichten, die mich je an das Lebendige band. Überall in der Türkei, wo Wüstensand an bewohnte Gegenden grenzt, sollen in diesen Tagen ähnliche Trauerspiele stattgefunden haben. Mit Hunderttausenden Toten. Ich lese aus Notizen, die ich damals machte. 1 Uhr nachmittags, links am Weg liegt eine junge Frau, nackt, nur braune Strümpfe an den Füßen, Rücken nach oben, Kopf in den verschränkten Armen vergraben. 1.30 Uhr nachmittags, rechts in einem Graben ein Greis mit weißem Bart, nackt auf dem Rücken liegend. 2 Schritte weiter ein Junge, nackt, Rücken nach oben, linkes Gesäß herausgerissen. 2 Uhr nachmittags, 5 frische Gräber, rechts ein gekleideter Mann, Geschlechtsteil abgelöst. 3 Uhr unterleib nachmittags, ein Junge liegt sterbend, Skelett auf seinem Packen, 10-jährigen, 2 Uhr 7 nachmittags, 2 Uhr 10 nachmittags, mit einem Mann, beide Unterkörper beleidigt, aus Bein, Oberkörper an den 3 Uhr 22 nachmittags, 22 Uhr 10 nachmittags, ein großes Lager, 18 Uhr 20 nachmittags, der Beine, 2 Uhr nachmittags, ein Schraubenhaus, ein Schraubenhaus, ein Schraubenhaus, ein Geiergrüß, ein blutiges Skelett. Eines Tages trat Talat Pascha mit einer Anfrage an mich heran, die vielleicht das Erstaunlichste war, was ich jemals gehört hatte. Die Versicherungsfirmen New York Insurance und Equitable Life of New York hatten jahrelang gute Geschäfte mit den Armeniern gemacht. Ich wünschte, sagte mir Talat Pascha, sie könnten diese Versicherungsfirmen dazu bringen, uns eine komplette Liste der armenischen Versicherungsnehmer zu schicken. Sie sind jetzt praktisch alle tot und hinterlassen keine Nachkommen, die das Geld bekommen können. Anspruchsberechtigt sind jetzt wir, die Regierung. Tun Sie das? Ich habe selbstverständlich dieses Ansinnen abgelehnt. 1918 besetzen die siegreichen Alliierten Konstantinopel.
Mit Deutschland gehört die Türkei zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs. Die Jungtürken werden entmachtet. Das bislang von ihnen unterdrückte Parlament zieht die Verantwortlichen des Völkermords zur Rechenschaft. Türkische Gerichte verurteilen die Haupttäter zum Tode. In Abwesenheit, denn sie konnten fliehen. Enver Pascha, Cemal Pascha und der Regierungschef Talat Pascha entkommen mit Hilfe Deutschlands auf einem deutschen Kriegsschiff. Talat Pascha flieht nach Berlin und führt dort unter falschem Namen mit seiner Frau ein zurückgezogenes, aber komfortables Leben. Über die Verbrechen des treuen Bundesgenossen schweigt Deutschland nach wie vor. Doch am 15. März 1921 wird Talat Pascha mitten in Berlin erschossen. Der Attentäter, sogleich gefasst, erklärt, er habe zwar einen Mann ermordet, ein Mörder sei er aber nicht. Der Tod des ehemaligen türkischen Regierungschefs erregt internationales Aufsehen. Erst Jahrzehnte später wird bekannt, dass der Attentäter einer geheimen armenischen Gruppe angehörte, deren Ziel es war, die Organisatoren des Völkermords zu liquidieren. Dass der Genozid Anfang 1921 erstmals der deutschen Öffentlichkeit bewusst wird, auch das hat die Tat des jungen Todesschützen Solomon Telerian bewirkt. Da lenkt der Pistolenschuss des unbekannten armenischen Studenten Telerian und der sich daraus entwickelnde Prozess noch einmal die Augen der Welt und zum ersten Mal auch die des deutschen Volkes auf das blutigste Kapitel des Weltkrieges. Und die Wahrheit wird offenkundig. Die systematische Vernichtung des armenischen Volkes durch die jungtürkische Regierung. Der Prozess gegen den Attentäter findet am Berliner Amtsgericht Tiergarten statt. Deutsche Diplomaten dürfen nicht aussagen. Das deutsche Außenministerium will verhindern, dass der Prozess zu einem Tribunal über den Völkermord wird und dass damit auch die deutsche Mitverantwortung ans Licht kommt. Nach nur 3 Prozesstagen sprechen die Geschworenen den Attentäter frei. Die Macht der im Prozess gegen Telerian zur Sprache gekommenen Ereignisse war so niederschmetternd, dass die Geschworenen trotz einer offenbaren gewaltsamen Tötung zu einem Freispruch gelangten. So durchbrach dieser Prozess, trotz aller Bemühungen, ihn zu einem unpolitischen zu machen, die Schranken, und sein Urteilsspruch bekam weltgeschichtliche Bedeutung. Ohne es direkt auszusprechen, erkennen die Geschworenen an, dass ein Genozid nicht ungesühnt bleiben darf. Der Student Raphael Lemkin verfolgt von Polen aus den Prozess. Geprägt durch die dabei gewonnenen Einsichten, entwickelt er Jahre später die UN-Völkermordkonvention. Telerian hat sich selbst zum Vollstrecker des Gewissens der Menschheit ernannt. Doch kann jemand sich selbst dazu ernennen, Gerechtigkeit auszuüben? In diesem Augenblick erhielt der Mord an einem unschuldigen Volk eine größere Bedeutung für mich. Ich hatte zwar noch keine endgültigen Antworten, aber das sichere Gefühl, dass die Welt ein Gesetz gegen diese Form von rassisch oder religiös begründetem Mord erlassen musste. Souveränität kann nicht als das Recht missverstanden werden, Millionen unschuldiger Menschen umzubringen. Doch ist man nach dem Ersten Weltkrieg von dieser Erkenntnis noch weit entfernt. Zwar wird den Armeniern 1920 während der Friedensverhandlungen in Paris die internationale Verurteilung der Verantwortlichen des Völkermordes versprochen. Doch unter dem neuen Staatschef Kemal Atatürk gilt die Türkei 3 Jahre später in Lausanne bereits wieder als unverzichtbarer Verbündeter der Westmächte im Orient. Strategische Überlegungen sind wichtiger. Ohne großen Widerspruch gibt die Staatengemeinschaft den Forderungen Atatürks nach, die Schuldigen des Genozids nicht erneut zu verfolgen und den Armeniern keinen unabhängigen Staat in den Grenzen Anatoliens zuzusprechen. Eine Rückkehr der überlebenden Armenier in ihre türkische Heimat wird von Ankara abgelehnt. Die Türken zu veranlassen, die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre anatolische Heimat zu gestatten, war vergeblich. Die Türken verschanzten sich hinter dem Vorwand, die Rückkehr der Flüchtlinge bedeute eine Gefahr für die türkische Armee. Die Überlebenden des Genozids sind Frauen und vor allem Kinder. Man hält sie als Haussklaven oder hat sie in Harems verschleppt. Immer wieder sind sie schutzlos Übergriffen ausgeliefert.
Unermüdlich versuchen Missionare deshalb zu retten, wer zu retten ist. Es war zum Verzweifeln. Wie sollten diese Überreste des armenischen Volkes noch durchkommen? Und die vielen, vielen vaterlosen Kinder, die wuchsen ihnen einfach über den Kopf. Die Angst um sie hat uns die Kehle zugeschnürt. Nach dem Krieg konnten meine Frau und ich 8000 Kinder in den Libanon bringen. Von Rapput, wo es galt, 5000 Kinder abzutransportieren, musste man sehen, dass man möglichst große Gruppen auf einmal auf den Weg brachte. In den 3 Monaten, die ich zum Abtransport brauchte, gelang es mir zweimal, ca. 700 Kinder auf einmal auf den Weg zu bringen. Das waren große Tage. Wie strahlend waren da die Gesichter der Kinder, wenn sie auf die Reise gehen konnten. Die Israeliten waren sicher nicht fröhlicher, als sie aus Ägypten auszogen. Menschen wie Jakob Künzler, hier rechts im Bild, ist es zu verdanken, dass etwa 500.000 Armenier den Genozid der Jungtürken überlebt haben. Die Überlebenden, heute über 100 Jahre alt, konnten etwa im Libanon, Frankreich und den USA eine neue Heimat finden. Oder im Südkaukasus, wo eine kleine armenische Republik entstand. In der Türkei selbst sollen heute nur noch 60.000 Armenier leben. Die wenigsten bekennen sich zu ihrer Herkunft. CBS präsentiert bedeutende Beschlüsse der UN. Heute Abend Völkermord. Unser nächster Gast ist Raphael Lemkin, Juraprofessor an der Yale University. Dr. Lemkin ist der Schöpfer des Begriffs Genozid und kämpft bereits seit Jahren gegen dieses Verbrechen. Dr. Lemkin, können Sie uns kurz erläutern, wie dieser Kampf bei Ihnen begann? Ich fand einfach, Genozide haben zu häufig stattgefunden. Zunächst traf es die Armenier. Und auf der Friedenskonferenz in Frankreich wurde ihnen auch noch übel mitgespielt, da die Verbrecher, die den Völkermord begangen haben, letztendlich nicht bestraft wurden. 1943 wird der Leichnam von Talat Pascha von den Nationalsozialisten in einem pompösen Staatsakt von Berlin in die Türkei überführt. Für die Nazis ist der für die Täter folgenlos gebliebene Völkermord an den Armeniern eine historische Tatsache, die sie in ihren eigenen Vernichtungsplänen bestärkt. Vor Oberkommandierenden der Wehrmacht erklärt Adolf Hitler bereits am 22. August 1939, wenige Tage vor dem Überfall auf Polen: Ich habe meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung in den Tod zu schicken. Er fügt hinzu: Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Hitlers zynische Frage macht deutlich, es war tatsächlich möglich, ein gigantisches Verbrechen zu organisieren, ohne dafür international zur Verantwortung gezogen zu werden. Und da keiner handelte, glaubte Hitler, handeln zu dürfen. Und das bewog die Welt nun doch, endlich etwas zu tun. Ich sagte mir, ein solches Verbrechen sollte bestraft werden, und zwar nach internationalem Recht. Raphael Lemkin entwirft die Anti-Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen, die 1948 von den meisten Mitgliedstaaten verabschiedet wird, 2 Jahre später auch von der Türkei.
Die von den Türken angewandten Methoden wie Enteignungen, Selektionen, Deportationen, Todesmärsche und Todeslager wirkten nicht nur auf Lemkin wie eine Blaupause für den Holocaust und weitere Völkermorde. Diese Konvention soll so schnell wie möglich von allen Staaten unterzeichnet und von allen Parlamenten ratifiziert werden, um grundlegenden Menschenrechten völkerrechtlichen Schutz zu gewährleisten, zum Wohle des Fortschritts, des sozialen und internationalen Friedens. Die Leiden armenischer Männer, Frauen und Kinder, die in den Euphrat geworfen oder auf dem Weg nach der Dzor massakriert wurden, haben den Weg zur Annahme der UN-Genozidkonvention vorbereitet. Der Mord am armenischen Volk wurde von den Vereinten Nationen als Völkermord geächtet. Und obwohl die Täter nach dem Ersten Weltkrieg selbst von türkischen Gerichten in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurden, werden sie bis heute in der Türkei verehrt. So stehen mitten in Istanbul zwei monumentale Ehrenmale für Enver Pascha und Talat Pascha. So, als seien ihre Verbrechen niemals geschehen. Das alles liegt in der Vergangenheit. Wir sollten jetzt in die Zukunft schauen. Wenn man in die Vergangenheit zurückkehrt, kann man nicht vorwärts schreiten. Das sage ich im Rahmen meiner Meinungsfreiheit. In Istanbul, Ankara und überall in der Türkei findet man Straßen mit den Namen der Täter. Talat Pascha Boulevard, Talat Pascha Platz, Enver Pascha Straße. Auch scheint nichts Anstößiges daran zu sein, eine Grundschule nach einem Verantwortlichen für den Völkermord zu benennen. Das ist doch so, als wären die Nazi-Größen in Deutschland heute noch allgemein anerkannt. Denken Sie mal an die Reaktion eines jungen Juden, wenn es heute in Berlin noch eine Adolf-Eichmann-Straße gäbe. Il y avait une rue Adolf Eichmann. Damals wie heute ist die Türkei ein wichtiger Verbündeter. Damals wie heute hält sich die Staatengemeinschaft bei dem Thema Völkermord bedeckt. Auch wenn Länder wie Frankreich, Russland und Deutschland den Genozid inzwischen verurteilt haben. Bis heute hat kein Land die Türkei vor die Forderung gestellt, den Genozid öffentlich anzuerkennen oder gar Gerechtigkeit gegenüber den Armeniern in Form von Wiedergutmachung zu üben. Au premier rang de ces pays, il y a les États-Unis. Die USA steht an der Spitze dieser Länder. Bis 1917 war sie der Türkei gegenüber neutral, hatte im gesamten Land Diplomaten. Die USA verfügt also über zahlreiche Berichte ihrer Konsuln und Botschafter, die sogar veröffentlicht wurden. Sie haben entscheidende Beweise für den Beschluss und die Organisation der Deportation und Vernichtung der Armenier geliefert. Die USA kann somit noch weniger als viele andere Länder die Existenz dieses Genozids ignorieren. Wenn das mächtigste Land der Welt nicht wagt, offen über diesen Völkermord zu sprechen, warum sollte es die Türkei? Nach vielen gescheiterten Anläufen versucht der amerikanische Kongress im Jahr 2007 erneut, den Völkermord per Resolution anzuerkennen. Die Türkei droht daraufhin mit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen, zieht ihren Botschafter aus Washington ab. Why all of a sudden? Was soll plötzlich dieser ganze Wirbel um eine solche Resolution? Der Genozid ist eine Tatsache. Warum ihn nicht anerkennen und nach vorne schauen? Ich fühle mich aber unter Druck gesetzt, so als hinge ein türkisches Schwert über meinem Kopf, wenn ich heute verkehrt abstimme. Auch der heutige Präsident und damalige Senator Barack Obama mischt sich in die Diskussion ein. Für ihn sind die historischen Fakten klar. Für alle, denen es nicht bewusst sein sollte, der Genozid am armenischen Volk hat stattgefunden. Dieser wird aber von der türkischen Regierung beharrlich verleugnet. Das Ganze ist ein Wunderpunkt in unseren diplomatischen Beziehungen.
Dennoch scheitert die Resolution auf Betreiben von Präsident George W. Bush. Seine Außenministerin Condoleezza Rice muss in einer Anhörung Rede und Antwort stehen. Sie und Verteidigungsminister Gates haben den Ausschuss aufgefordert, gegen die Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern zu votieren. Nur weil die Türkei ein starker Verbündeter ist? Ist das ein ethischer und moralischer Grund, den Mord an 1,5 Millionen Menschen zu ignorieren? Wir lassen doch auch nicht zu, dass der Holocaust oder die Genozide in Kambodscha und Ruanda nur ein Thema für Historiker sind. Warum überlassen wir allein den Türken die Anerkennung dieses Völkermordes? Als Akademikerin sind mir die Hintergründe klar. Aber als Außenministerin glaube ich, dass es für die Vereinigten Staaten das Beste ist, sich in dieser Sache kein Urteil zu erlauben. Türken und Armenier sollen selbst eine Lösung finden. Und ja, die Türkei ist ein guter Verbündeter. Besonders seit dem Beginn des Irakkrieges sind die USA auf die Türkei und deren Militärbasen angewiesen. Von dort fliegen US-Flugzeuge in den Irak und nach Afghanistan. Die Türkei drohte mit der Schließung des Luftwaffenstützpunktes in Çığlık oder damit in den Irak einzumarschieren und die Kurden zu verfolgen, wenn wir die Genozidresolution verhandeln. Unsere Regierungen, sowohl die letzte als auch die gegenwärtige, sind unter diesem Druck eingeknickt und machen uns damit zu Mittätern bei der Leugnung eines Völkermordes. Barack Obama im türkischen Parlament, nun als Präsident der USA. Bei seiner Antrittsrede spricht er den Völkermord an den Armeniern nicht offen an, fordert die Türkei nicht auf, die historischen Tatsachen anzuerkennen. I see a hypocrisy. Es ist reine Heuchelei, den Völkermord an den Armeniern deshalb nicht anzuerkennen, nur weil es einem Verbündeten der USA nicht gefällt. Ich bin enttäuscht, dass der Präsident den Völkermord nicht in aller Form anerkannt hat. Denn ich bin davon überzeugt, dass Präsident Obama die Morde und Gräuel als Genozid ansieht. Das hat er als Senator getan, und ich kann mir kaum vorstellen, dass sich zwischen seiner Zeit als Senator bis zu seiner Präsidentschaft die historischen Fakten geändert haben. Das Problem für ihn jetzt sind offenbar unsere außenpolitischen Beziehungen mit der Türkei. Die Diskussionen über die Vergangenheit nehmen in der Türkei allerdings immer mehr zu. Das Tabu wird brüchig. Die Regierung reagiert darauf mit der Forderung, dass Historiker erst einmal die Fakten untersuchen sollten. Ganz so, als müsste längst Geklärtes noch einmal überprüft werden. Und als Staatspräsident Gül das kleine Nachbarland Armenien 2008 zum ersten Mal besucht, spricht er nur über Grenzöffnungen und diplomatische Beziehungen. Doch der Völkermord ist für ihn kein Thema. Das ist jetzt alles schon so viele Generationen her. Aber bis heute ist es nicht abgeschlossen. Es gab nie eine Entschuldigung. Nie die einfache menschliche Feststellung, ja, es ist geschehen. Was können wir tun, um das Leid zu lindern? Darüber sollte die türkische Regierung heute nachdenken und nicht Millionen Dollar für Lobbyarbeit gegen Genozidresolutionen in Berlin, Washington oder sonst wo ausgeben. Sie sollten die Armenier fragen, was können wir tun, um das Unrecht wieder gut zu machen? Nicht nur, was eine Grenzöffnung zur Republik Armenien angeht, das hat damit nichts zu tun. Sie sollten fragen, was können wir tun im Hinblick auf Erinnerung, Wiederherstellung und Erneuerung des kulturellen Erbes? Der ermordete Journalist Rand Dink versuchte durch Artikel und Vorträge, zumindest in der Bevölkerung, eine längst überfällige Debatte in der Türkei in Gang zu setzen. Doch erst seine Ermordung hat das Thema so öffentlich gemacht wie nie zuvor. 200.000 Türken gingen nach seinem Tod in einer der größten Demonstrationen des Landes auf die Straße. In Solidarität mit Rand Dink, den Armeniern und mit dem Verlangen nach Wahrheit.
Es war sehr ungewöhnlich, dass in diesem Land, das in der Vergangenheit so vieles geleugnet hat, eine solche Demonstration stattfinden konnte. Ich bin überzeugt, dass die Türkei aufgrund der Fakten, aufgrund ihrer Geschichte mutig genug sein sollte, zu sagen, uns tut leid, was geschehen ist. Niemand war darauf gefasst, dass in der Türkei so viele Menschen auf die Straße gehen und sagen würden, wir sind alle Randding, wir sind alle Armenier. Die Bevölkerung erhebt endlich ihre Stimme und die Regierung muss sie einfach hören. Und ich glaube, sie hört sie.